Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2 Österreich in der 16. Folge. Österreich ist auf dem Weg zu wirklicher Macht. Wir haben jetzt endlich genügend Stärke, um unsere Armee auch voll zu versorgen. Das ist einmal ganz gut. Das bedeutet, dass wir hier wahrscheinlich die dann auflösen werden, sobald wir mit diesem Krieg fertig sind. Der Krieg wird auch nicht mehr allzu lange dauern, hoffe ich. Wir werden jetzt hoffentlich diese drei Gebiete bald noch erobern. Dann haben wir Ägypten vollkommen einverleibt uns. Bremen ist bankrott. Naja, ist okay. Oh, wieder ein Schuldentilgungsgrund gegen Bremen. Noch ein Krieg gegen Preußen. Das wäre schon eine interessante Sache. Ein weiterer Krieg gegen Preußen, um sie noch weiter zu schwächen. Alexandria ist unseres. Gehen wir weiter nach Nuhut. Archäologen in den Kolonien, das klingt gut, dieses Ereignis. Eine archäologische Expedition in einer unserer Kolonien haben fantastische Leistungen erbracht. Warum ist oben ein Bild, wo weiße Männer auf schwarze Männer schießen? Was hat das mit Archäologie zu tun? Und mehrere Artefakte gefunden, die aus dem Altpaläolithikum zu stammen scheinen. Die Entdeckung gibt uns Einblick ins Leben dieser Zeit und die Nationale Österreichische Archäologische Gesellschaft begrüßt die Entdeckung als großen Durchbruch für die österreichische Archäologie. Na, da freue ich mich aber. Die Artefakte gehörten offensichtlich in ein Museum, aber in welchem sollen wir sie ausstellen? Ah, die Archäologiegesellschaft macht sich für das Geschichtsmuseum in Wien stark, während andere der Meinung sind, sie sollten in einem lokalen Museum ausgestellt werden. In irgendeinem lokalen Museum würde uns das 5,2 Prestige bringen und in der ägyptischen Wüste würde die Militanz sinken. Ansonsten würden wir doppelt so viel Prestige bekommen und das Bewusstsein der gesamten Bevölkerung würde steigen. Machen wir das. Bewusstsein ist nicht schlecht. Haben wir schon mal gesagt, oder? So, Chile. Unser Freund ist jetzt vertraut mit uns. Okay, Peru muss man nicht mehr beeinflussen. Kolumbien lassen wir natürlich. Da gibt es jetzt schon ganz schön viel Beeinflussung. Die wollen unbedingt Kolumbien haben, diese ganzen Leute. Brasilien können wir auch lassen dabei. Baden behalten wir bei unser Dings. Und Argentinien auch. Gut. Ja, schon wieder eine Beleidigung gegen Korea dieses Mal. Ich finde das absolut genial. Na gut, wir nehmen den Kriegsgrund gegen Korea. Lizenzgesetz. Warte mal, wollen wir die Militanz der Unterschicht steigern oder die der Mittelschicht? Die der Mittelschicht, die gibt es ja noch nicht wirklich. Komm schon, gib Gas bei der Belagerung. Exotische Fauna. Vom Kongo-Becken bis ins tiefste Bengalen, von den Dschungeln Indiens bis zu den Küsten Javas. Täglich macht wissenschaftliche Taxonomie neue Fortschritte. Wow. Wir sind ja wissenschaftlich heute dieses Mal ziemlich cool drauf.
das ist sicherlich was wollt ihr? Neue Arten exotischer Fauna werden täglich in den Kolonien entdeckt und es wurde vorgeschlagen, ein naturgeschichtliches Kolonialmuseum einzurichten. Hey, wir gründen das Naturhistorische Museum. Das ist sicherlich eine interessante Idee, aber es könnte teuer kommen. Novi Sad bekommt Naturgeschichtliches Museum bis 31. Dezember 1935. Plus 2% Forschungspunkte, Modifikation, aber nur in Novi Sad, oder wie sehe ich das? Oder schauen wir uns diese Kreaturen lieber in ihrer natürlichen Umgebung an. Das würde die Militanz in Unterägypten sinken lassen. Warte mal, wir sollen auf Forschungspunkte verzichten? Niemals! Na bitte, von 23,44 auf 23,56. Lang lebe Österreich. Oh, warte mal, das hätte ich mir genauer anschauen sollen. Lang lebe Österreich klingt danach, als wäre irgendein Gebiet jetzt in meinem Ding. Ah, oh, falsch. Nein. Ist da irgendetwas von diesen Gebieten in meinen Einfluss, in meinen. Nein. Immer alles so. Ah, vielleicht da oben. Tatsache, Liegnitz ist jetzt österreichische Kernprovinz und Katowice. Das ist ja cool. Jetzt können wir Schlesien dann immer beanspruchen. Gut. Keine Projekte, die erfüllt werden sollen. Dann kann man das auf jeden Fall erhöhen. In der Lombardei sind wir eigentlich recht glücklich, so wie wir sind. In Mähren brauchen wir mehr Leute. Siebenbürgen. Schlesien ist auch voll versorgt. Slowenien ebenfalls. Die Slowakei. Machen da noch was rein. Ha, und Preußen hat eine Rebellion auch noch. Verdammte Liberale. Oh, in Frankfurt sind Nationalisten am Werk. Das gefällt mir aber gar nicht. Die könnten dann doch noch Deutschland gründen. Und da könnte dann Preußen trotzdem noch Anführer von Deutschland werden, einem kleinen Deutschland, aber immerhin einem Deutschland. Und alle Verbündeten mit ihm, also alle in seiner Sphäre, würden wahrscheinlich auch mitmachen. Oh, das klingt gut. Fünf Liberale im Oberhaus. Was macht das? Meine Bevölkerung bekommt 30% mehr Sachgesundheitsleistung. Nö. Zwei Militanz, nein. Fünf im Oberhaus und zwei Bewusstsein klingt gut. Ha, wir können eine Reform einleiten. Das ist cool. Das ist sehr gut, weil unsere Militanz ist eh schon recht hoch. So, was wollen wir? Pressezensur wäre mir am liebsten fast. 50,5% Zustimmung. Dadurch steigt unser politisches Bewusstsein und die Attraktivität für Einwanderer. Aber wichtig ist vor allem die freie Presse. Aber die können wir natürlich erst machen, wenn wir die Pressezensur durchhaben. Wie ist das mit den Gewerkschaften? Was macht das? Wunsch nach Sozialreformen steigt um 10%. Auch nicht schlecht. Und politische Parteien. Ja, das ist uns egal eigentlich. Weil wir haben eh keine Wahlen. Ha, wir haben unsere erste liberale Reform durchgesetzt. Wir sind so großartig. So, schauen wir mal. Nein, sie werden noch nicht zustimmen. Dazu müssen wir das Gesamt. Oh.
Jemen ist der Anführer in dem Krieg. Interessant. Wieso das? Ach, ist wurscht. Wir können dann Ägypten auf jeden Fall einnehmen, wenn wir ganz Ägypten besetzt haben. Und dann schließen wir mit dem Jemen an weißen Frieden und aus. Da wird nicht lange herum diskutiert. Gut, brauchen wir dann was? Dann sind wir nicht. Kadukli. Ah, okay. Wir sind angekommen und belagern. Gut, in Österreich wollten wir eigentlich noch eine weitere Fabrik bauen, aber jetzt sind wir natürlich liberal und können das nicht mehr. Na, immerhin, die meisten sind wir mal gemacht. Hervorragend. So, irgendwelche Projekte, die wir unterstützen können? Nö. So, wir machen uns wieder gut Freund mit Großbritannien zum Beispiel. Und Frankreich und USA. Und Belgien auch. Vor allem, wir sollten bedenken, es könnte leicht sein, dass wir. Okay, da haben wir jetzt keine Bewegung mehr. Widerliche Venezianer. Diese Italiener sind solche. Oh. Posen möchte. Möchte polnisch werden. Naja, schauen wir mal. Mit etwas Glück können wir Preußen noch weiter auseinandernehmen. Aber wenn wir da Polen haben, das wird eine Katastrophe. Die werden dann zuerst Danzig angreifen und dann werden sie versuchen, uns anzugreifen. Oder Russland. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben sie, wenn Polen entsteht, haben die einen Kriegsgrund gegen uns. Portugal möchte durch bei uns, aber das lehnen wir doch natürlich nicht ab. Upsi. Schau, Großbritannien möchte da was machen. Da müssen wir doch tatsächlich den Botschafter ausweisen. Tut mir leid, Großbritannien, aber das kann ich nicht zulassen, dass ihr mir das wegnehmt. Frankreich ist erst auf herzlich. Als nächstes kommen die dran. Okay, ich hoffe, wir haben bald die Forschung, damit wir Dings bauen können. Belagerung von Kadukli gewonnen. Sollten wir da zurückgehen? So, meine Freunde, ihr geht zurück nach Suez. Ihr auch. Und in der Zwischenzeit konnektieren wir mal Ägypten. So, und mit dem Oman, der jetzt, oder Jemen, die jetzt der Führer sind, schauen wir mal, ob wir einen weißen Frieden eingehen können. Ach weh. Muss ich echt mit denen Krieg führen? Das ist natürlich doof, durch das, dass wir weiß sind. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir irgendwie mit dem Jemen ein wenig Krieg führen noch. Irgendwo Truppen von ihnen erobern. Auseinandernehmen. Aber wir haben da ja jetzt eh diese 10 Flotten.
Vielleicht gehen wir nur bis Ras Gharib. Oder überhaupt nur bis Masa Alam. Und bis dahin. Ach so, Forschung, Forschung, Forschung. So, was haben wir gesagt? Anorganische Chemie brauchen wir, das wird uns auch helfen im Krieg. Und dann brauchen wir noch die Eisendampfer. Ja, anorganische Chemie an und für sich brauchen wir nicht unbedingt, aber dadurch können wir Nitroglycerin entdecken und Nitroglycerin ist notwendig, um sowohl den Panama als auch den Suezkanal zu bauen. Und wir sollten uns damit beeilen, weil Kolumbien wollen sie uns schon abspenstig machen. Ich meine, das Suez werden sie uns nicht abspenstig machen können, also da müssten sie schon Krieg führen mit uns. Aber naja. Wir haben eine Flotte und wir sind bereit, sie auch einzusetzen, wenn es sein muss. Diese Flotte schieben wir mal nach Suez und in der Zwischenzeit werden wir hier unsere Marinestützpunkte erweitern. Die sind ziemlich teuer, diese Dinger. Wie man sieht, achso, da sind wir schon auf 2. Das haben wir von Anfang an schon auf Stufe 2. Deswegen können wir den nicht erweitern. Schauen wir mal, jetzt fahren wir mal mit denen da runter. Fahren wir vielleicht da in die Straße von Obok. Okay. Bombardieren. Das ist ja etwas, was dem Jemen heutzutage auch ein wenig öfter passiert. Mal, oder warte mal, bleiben wir gleich da. Da kommen wir in 2 Provinzen, oder? Hier geht's dahin. Und hier geht's dahin. So, außerdem schauen wir mal, Kolonialmodus, tatsächlich, das kann man schon vorher kolonialisieren. Okay, die Spanier haben sich wieder weil sie bankrott gegangen sind, deshalb. Ha, das ist ja cool. Und schon unseres. Ja, 80 kostet das, wir brauchen definitiv mehr von diesen Stützpunkten. Ist okay. Dann das heißt, wir werden diese Flottenstützpunkte auch mal ausbauen. Mhm. Das auch. Schauen wir mal. Wie wär's mit einem weißen Frieden? Hm? Ha, sehr gut. Haben wir gar nicht mehr viel machen müssen. Einer von meinen Kommandanten ist tot, der Arme. Ja, fällt mir auf, wir sollten neue Kommandanten bauen.
So. Schauen wir mal, ob wir einen gescheiten Kommandanten dafür kriegen. Wir sind da an der deutschen Grenze, das heißt, das sollte wirklich gescheit sein. 3 und 3 und 36% Moral. Oh, 2 auf Angriff ist gut. Grüne, Hainau. Schuss 3 auf Angriff, auch den nehmen wir doch glatt. Und wir hoffen, dass er nicht angegriffen wird, sondern selber angreift. So, damit hätten wir diesen Krieg auch hinter uns gelassen. Wir haben. Jetzt noch mehr militärische Möglichkeiten. Müssten da eigentlich schon ganz schön viele Sachen. Okay, wir warten einfach, bis wir, ja, bis wir 60 erhalten können und dann bauen wir uns die 60 und das passt dann schon. Beziehungsweise, was wir natürlich auch machen könnten, ist Folgendes. Die, die hier deutsch sind, süddeutsch sind, ersetzen durch Garde. Da haben wir zum Beispiel eine Süddeutsche. Ist okay, geh hin, ist okay. Gut, das heißt da. Oh, Belgien ist nicht mehr Großmacht, jetzt ist Niederlande Großmacht, das ist auch okay. Damit können wir auch leben. Das heißt da. Diese Truppe wird. Kommt weg. Haben wir da auch noch. Ungarn, Norddeutsch, Ungarn. Norditalienisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Ukrainisch, na servus. Was für ein Heer haben wir hier? Dann haben wir Tschechisch, Süddeutsch und noch einmal Süddeutsch. Deutschen. Kommen weg. Okay. So, wenn wir von da vielleicht. Wenn wir von da. Einen rüber schicken. Also Flottenstützpunkte haben wir jetzt überall gebaut. Jetzt bauen wir dann mal die Grenze mit Force voll. Kostet auch einen Haufen Geld. Ja. So, die italienische Grenze brauchen wir uns auch noch mit Force voll. Da haben wir schon eins. Oh, kein Geld mehr. Weitere Force. Und die Grenze werden wir uns auch noch zubauen zur Schweiz. Oh nein, was ist das? Ah, Spannung in Venedig erhöht sich. Na super. So, wie hoch ist denn die Spannung hier schon?
Ja, 30%, damit können wir noch leben. Schauen wir mal, können wir die unterdrücken? 24,2. Nein. Wie viel kriegen wir da eigentlich? Okay. Monatlicher Zuwachs von 0,264. Mehr Bürokraten würde mehr Zuwachs geben. Oh, ein Konflikt in Westafghanistan. In Westafghanistan, als würde mich sowas interessieren. Und zwar zwischen Bukhara und Afghanistan. Nein, da kann ich nur verlieren, wenn ich mich da einmische. Ihr könnt mich gern haben. Da ist wahrscheinlich nicht einmal Russland dabei. Nein, interessiert mich nicht. Ja, das geht hier noch lange zurück. Mehr Force. Hier zusammen. Und auf nach Österreich zurück. Noch zwei Infanterieeinheiten, die wir ersetzen werden müssen. Ich könnte das gleich machen. Nach Sinch. Wieder Diplomatie gekriegt. So, Niederlande mögt sie uns. Eigentlich schon, das passt. Und ein Admiral ist gestorben. Dem kann ich jetzt keinen Admiral geben. Der muss halt drauf warten. So, warte mal. Haushalt. Da gehen wir wieder mal zurück auf 30%. Da gehen wir wieder runter auf 70% und sagen wir mal auf 90%. Ah, wir haben noch Zölle, sehe ich gerade. Die machen wir auch weg. Keine Zölle. Noch mehr Geld machen wir sogar. Ah, Liberale verlieren 1% sogar. Die Sozialisten gewinnen zwar, aber. Was bringt das, wenn die Liberalen verlieren? So, Chile. Können wir in die Sphäre aufnehmen? Sehr gut. Das heißt, wir werden bei Chile jetzt nur noch eins nehmen. Kolumbien. Wenn wir mal die Berater von Frankreich ausweisen, weil sonst hauen sie da jetzt aus Kolumbien raus. Wow, die sind ja auch schon auf 88.
Das ist ja schrecklich. So, ihr kriegt mal einen neuen Anführer. Eigentlich ist es vollkommen irrelevant, wen ich da hinstelle. Ich sollte mal vielleicht Kriegsschiffe anfangen zu bauen. Irgendwann mal werde ich sie ja vielleicht doch noch brauchen. So. Die drei. Die 6000 Mann. Mal gleich mal auflösen. Süddeutsch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch. Okay, wie bleibt es da weiter mal in Katowice? Ah, Karlowitz. Gleichzeitig werde ich Armeen mit neuen Truppen versehen. Infanterie, Garde. Und nochmal Infanterie. Passt. Oh, da unten. Ha. Das war ja abzusehen. Gut, bauen wir doch glatt hier auch noch eine Armee rein. Infanterie. Machen wir zweimal Infanterie als erstes. Die sammeln wir mal in Kairo. Beinahe unmöglich, diese Truppen, die da irgendwie rauszuhalten. Na, ich weh. Diesmal haben wir den Kriegsgrund nicht genutzt, um Preußen fertig zu machen. Oh! Wir können Darfur zur Kolonie machen. Hurra! Wir sind noch größer. Na schauen. Und das bringt Prestige, Prestige, Prestige. Haha. Viel Prestige. Wir brauchen Prestige. Jetzt schauen wir mal, wie schaut das da aus mit den Geistlichen? 2,98, das klingt nach 3% entfernen. Schauen wir mal. Was fehlt da noch? Slowenien haben wir gesagt, glaube ich. 1,6, 2,7, 1,8 und 2,9. Ja, machen wir noch Slowenien. Und der hier. Den werden wir vielleicht tatsächlich nach Sinai schicken. Und in Sinai werden wir vielleicht einmal anfangen zu besiedeln. Und der Ägypten ist einfach zu groß für den Anfang. So, wir brauchen noch Eisendampfer. Dann können wir fast schon beginnen, wenn wir Nitroglycerin hoffentlich erforschen in nächster Zeit. Das wäre irgendwie schön. Hey, hervorragend. Spannungen lösen sich auf. Mit etwas Glück schaffen wir das noch rechtzeitig. Also vor allem, wenn wir Nitroglycerin in nächster Zeit kriegen. Na gut, Herrschaften, wir sind kurz davor, den Suezkanal zu bauen. Ich hoffe, ihr schaut zu.
beim nächsten Mal, wenn wir dann den Suezkanal bauen werden. Bis dahin wünsche ich euch gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes.